Ich muss das Video gleich nochmal zweiteilen. Ich erinnere an dieser Stelle nochmal an was anderes. Und zwar, was passiert, wenn das zwar aussieht wie, aber nicht ist wie. Und zwar, hier steht minus 5x plus 3 ist gleich 2x minus 4. Jetzt gucken wir, wo sind mehr x? Jetzt sieht das so aus, als wenn die 5 mehr x darstellt. Das sind Schulden-x, minus, ne? Negative x. Wirklich mehr sind 2x. Ich erinnere nochmal an den Zahlenstrahl, wer das lieber hat. Hier ist 0, hier ist 1, 2 und hier ist minus 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist minus 5. Was? Wer das so mag, der mag sich das auch so einprägen. Was auf dem Zahlenstrahl weiter links steht, ist kleiner. Gefällt mir nicht so, sondern ich sage lieber Schulden-x und dann weiß ich, Minus-x sind auf keinen Fall so viel wie echte x. So, das also mal beiseite gelassen. Das heißt, jetzt kümmern wir uns wieder um das Thema, wo sind denn mehr x? Hier, auf der rechten Seite. Also lassen wir sie gefälligst auch da und kümmern uns um die und sagen, das Gegenteil von minus 5x ist plus 5x. Dann sieht das so aus, hier steht die 3 alleine, das Plus kann ich mir schenken, das ist eine natürliche Zahl. Und 2x plus 5x ist 7x. Minus 4 bleibt unangetastet. Klapps rückwärts, erstmal die minus 4 erledigen, also weg damit. Das heißt, plus 4 ist das Gegenteil. 3 plus 4 ist 7, ist gleich 7x. Und jetzt sieht man schon, das kann man sich schon fast schenken durch 7, ne? Ich weiß es schon, also 1 ist gleich x. Wie kann man sehen, ob man Mist gemacht hat oder nicht? Mit einer Probe. Die Probe heißt, ich schnappe mir die originale Gleichung und schreibe statt das x, hier, statt x schreibe ich das rein, was ich rausgekriegt habe. Auch hier, auf beiden Seiten. Dann sieht die Gleichung wie folgt aus. Ich schreibe es mal jetzt in der Farbe. Minus muss ich abschreiben. 5 muss ich abschreiben. Und jetzt statt x schreibe ich mal 1. Denn hier steht ein stilles Mal davor. Plus 3 muss ich abschreiben, ist gleich abschreiben, 2 abschreiben, mal 1. Minus 4 abschreiben und jetzt gucken. Und wenn jetzt wirklich rein rechnerisch das gleiche rauskommt auf beiden Seiten, dann stimmt das. Minus 5 mal 1 ist minus 5, plus 3. 2 mal 1 ist 2, minus 4. Gucken wir mal. Minus 5 plus 3, ich bin bei minus 5 Grad und die Temperatur steigt um 3 Grad an, dann habe ich minus 2. Ich bin bei 2 Grad plus und die Temperatur sinkt um 4 Grad runter, da bin ich bei minus 2 Grad. Also, richtig. Mit anderen Worten, richtig. Das ist der Trick. Richtig. Wenn die Probe richtig ist, ist die Lösung meiner Gleichung richtig. Das bis dahin. Und ich werde euch jetzt mal praktisch mit solchen Aufgaben gleich bombardieren, indem ich noch was mache. Wir basteln uns mal Rätselaufgaben. Und zwar sagt irgendein Mensch, ich habe ein Rätsel für dich. So sagt der andere, erzähl mal. Du weißt ja nicht, wie alt ich bin. Aber ich bin heute fünfmal so alt, wie ich dir nicht sage. Wenn ich noch 3 Jahre abziehe, dann bin ich nur noch viermal so alt. Das wäre ein Text, der hinter diesen einfachen Symbolen steht. Ja, und das kann man lösen, das macht man wieder mit Handwerkszeug und das macht man jetzt an der Stelle. Und mal sehen, wie alt das Alter des heutigen Rätselstellenden ist. Macht mal diese Aufgabe fertig und ihr zu Hause drückt Pause. Also wir haben das hier rausgekriegt, das war gar nicht so schwer. Aber jetzt, ich hatte das ja mit einer schon erwachsenen Stimme gemacht. Das müsste eigentlich heißen, ich bin heute fünfmal so alt. Wenn ich 3 Jahre abziehe und so weiter. Das müsste ein Kind gesagt haben mit 3 Jahren. Ich glaube nicht, dass das solche Rätsel stellen kann. Aber was anderes, dass wir uns mal gleich in mathematischer Sprache üben. Es könnte auch heißen, das Fünffache einer unbekannten Zahl, unbekannt x, um 3 vermindert, minus 3. Manche sagen, früher hat man gesagt, weniger 3, minus 3 würden wir heute sagen, ergibt das Vierfache dieser Zahl. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Das 27-fache einer unbekannten Zahl um 8 erhöht, ergibt das 28-fache dieser Zahl. Ne, rechts sind 28 x, das sind mehr x.
Also, minus 27x ist der erste Befehl. Hier steht ein stilles Plus. Wenn nichts da steht, steht immer ein stilles Plus. Die nächste Zeile heißt aber schon, hier sind sie verschwunden, die 8 bleibt noch da, das Plus kann ich mir hier sparen. 28 minus 27 ist 1, also x. Und zwar, 8 ist gleich x, nicht umgekehrt. Schreibt es so. Das ist mathematisch genauso richtig, wenn ich sage, Ergebnis ist gleich x, wie x ist gleich Ergebnis. Ich wäre ja nicht so jetzt, wenn ihr schon 10. Klasse wärt, wenn ihr das dann tauscht. Und trotzdem machen das auch die Zehner mittlerweile so, dass die sagen, nee, ich lasse das schön so stehen, x bleibt hier rechts. Das ist mathematisch genauso richtig, erstens. Und zweitens kann ich nicht durcheinander kommen. Denn das ist immer der größte Fehler, dass die Leute anfangen zu tauschen und dann haben sich Fehler eingebastelt. Ich übersetze mal diese Aufgabe in was anderes. Ich sage es mal so, hier die Aufgabe. Wenn ich eine unbekannte Zahl mit 27 multipliziere, dazu 8 addiere, erhalte ich das 28-fache dieser Zahl. Oder dann erhalte ich diese unbekannte Zahl mit 28 multipliziert. Es gibt so viele Ausdrücke für solche Dinge. Jetzt sage ich nur die Aufgabe und ihr schreibt es selber auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Achtung, fertig? 1 unbekannte Zahl durch 5 dividiert. Ergibt diese Zahl um 2 erhöht. Nochmal, eine unbekannte Zahl, schreiben wir x, durch 5 dividiert, schreiben wir x Fünftel, ne? Ergibt heißt ist gleich. Was hatte ich gesagt? Diese Zahl um 2 erhöht, ne? Also, x Fünftel durch 5 dividiert, ergibt diese Zahl um 2 erhöht. Ich muss nicht sagen, diese Zahl und dazu 2 addiert, kann ich auch sagen. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Ne? So, was machen wir hiermit? Meine Frage, wo stehen mehr X, meine Lieben? Rechts oder links? Das sind die ganzen X, ne? Hier ist ein ganzes X, hier ist ein X und hier ist nur der fünfte Teil des X. Okay, macht mal. Jetzt gibt es ein bisschen Rätselraten. Natürlich, X Fünftel ist weniger, die müssen weg, minus X Fünftel. Das wäre der erste Befehl. Dann ergibt sich auf der linken Seite 0 und wir haben gesagt, eigentlich schreiben wir das nicht nochmal dazu, wenn wir es nicht aus dem Kopf können, was das sich ergibt hier. Dann schreiben wir lieber x minus x Fünftel und setzen die zweimal ein bisschen nach rechts. Und jetzt kommt der Trick an der Sache, was mache ich jetzt? Wir müssen uns da, wir müssen uns an der Stelle mal über was klar werden. Das hier, das kennen wir, warte mal. Guckt mal hier, hier sind wir auch mit solchen Sachen umgegangen. Das kennen wir. Wir wissen bloß nicht, dass wir es wissen. Das sind doch 5x Fünftel. Ich habe erweitert mit 5, damit ich sie gleichnamig machen kann. Ein ganzes x sind 5 Fünftel x. Einverstanden? Und jetzt haben sie beide den gleichen Namen Fünftel. Und jetzt kann ich was machen. Jetzt sage ich 0, okay, das bleibt ja hier stehen. 5 solche Fünftel minus 1 Fünftel sind bloß noch 4 Fünftel x. Und die Olle plus 2, die haben wir ja nicht angefasst. Ist das jedem klar? Jetzt gibt es Fragen. Gut, nochmal eine kleine andere Erklärung. Wenn nur ein ganzes x, eine unbekannte Zahl dasteht, kann ich auch zu der unbekannten Zahl sagen, das ist x Eintel. Wenn daneben aber x Fünftel steht, habe ich zwei Brüche mit unterschiedlichen Namen. Eintel oder Fünftel? Eintel ist immer Ganze. Aha. Gut, und jetzt kann ich sagen, warte mal, jetzt nehme ich hier unten mal 5 und hier oben mal 5. Und jetzt habe ich daraus gemacht, x mal 5, Fünftel, minus x Fünftel. Jetzt haben sie beide den gleichen Namen. Ich kann aber hier oben tauschen und sagen, das sind 5x. Ob ich x mal 5 oder 5x sage, oder 5 mal x, ist egal. Das habe ich. Jetzt einfach nicht mehr auf den gleichen Namen achten. 5x minus 1x ist 4x. Hier. Und Fünftel, den gleichen Namen behalte ich bei und dann habe ich das zusammengefasst. Wie geht es jetzt weiter? Machen wir mit der Aufgabe weiter und wir können dann noch üben und weitere Fragen klären. Jetzt heißt der nächste Befehl ja minus 2.
Denn obwohl das hier ein Bruchstrich ist, ist es keine Strichrechnung, wissen wir. Minus 2, dann rutscht die minus 2 auf die andere Seite. Hier ist bloß noch nichts und hier steht bloß noch 4 Fünftel x. Ich kann schreiben 4x Fünftel oder 4 Fünftel x. Auch so darf man es schreiben. Wie kriege ich das weg? Mal 5 Viertel. Jetzt steht hier minus 2 mal 5 Viertel. Das werde ich dann schön kürzen können, ist gleich x. Jetzt kürze ich mal schnell. Durch 2 ist bloß noch, Achtung, das Vorzeichen nicht vergessen, minus 1 durch 2 ist 2. Und jetzt steht hier minus 5 halbe ist gleich x. Moment. Minus 5 halbe ist gleich x. Verwirrend, ne? Ist ganz schön viel. Oder nicht? Ja, natürlich, geht gleich los. Wenn ich eine unbekannte Zahl durch 3 teile, was schreibt man? Unbekannt durch 3. Und dazu 6 addiere, erhalte ich das Doppelte dieser Zahl. So, jetzt seid ihr dran wieder. Jetzt habt ihr die Gleichung da. Und jetzt so ähnlich machen wie eben. Also wir waren uns über den ersten Schritt einig, minus 6 Drittel. Jetzt, Achtung, jetzt stand hier in Schwarz 2x minus x Drittel. Damit die den gleichen Namen bekommen, sage ich, ich nehme oben und unten mal 3, das habe ich in blau dargestellt. Wenn ich das zusammenfasse, also ich schreibe jetzt hier mal extra Schritt hin, Zusammenfassung, dann werden aus 3 mal 2x 6x und Drittel, der Name bleibt ja, ne? Jetzt kann ich sagen, 6x Drittel minus 1x Drittel sind bloß noch 5x Drittel. Einverstanden? Ne, der Name Drittel bleibt. 5x Drittel. Das habe ich zusammengefasst. Und jetzt habe ich nochmal zusammengefasst. Jetzt habe ich das nochmal zusammengefasst, nämlich 6x Drittel minus x Drittel. 6 minus 1 ist 5. Daher kommt das. Und jetzt ist der Rest wieder leicht. Durch 3 heißt mal 3. Und durch 5 stört, also mal 5 stört, also durch 5. Und jetzt habe ich das nochmal extra hingeschrieben, was ich hier ausgeführt habe. 6 mal 3 durch 5 steht hier, die alte 6 hier, mal 3 durch 5, ne, mal 3 durch 5 ist gleich x. Und das zusammengefasst heißt dann 18 Fünftel ist gleich x. Frage, warte mal. Es gab jetzt viele Fragen. Das ist natürlich ein Haufen Stoff, das weiß ich. Ich mache mal diese Zwischenzeile nochmal, die wir eigentlich mittlerweile weglassen wollten, aber das ist kein Problem, dann schreiben wir es eben nochmal. Ich schreibe mir also 6 ist gleich 5x durch 3 nochmal hin. Und nehme jetzt hier mal 3 durch 5, damit ich die olle 5 Drittel wegkriege. Auf der Zeile mal 3 durch 5 mal 3 durch 5. 5. Und jetzt müsste was klar werden. Das mache ich deswegen, damit ich hier die 3 wegkürzen kann und hier die 5 wegkürzen kann, damit mein x alleine steht. Das ist ja mein Ziel. Und das hier, ein bisschen anders geschrieben, indem ich die 6 Eintel auf den Bruchstrich mit draufschreiben kann, sage ich 6 mal 3 durch 5. Wir haben jetzt nochmal den ganz genauso gleichen Typ Aufgaben genommen. Damit das nochmal besser sitzt. X durch 3 plus 6 ist 2x und ich habe jetzt einfach ein paar andere Zahlen dazu genommen. X durch 4 plus 5 ist 3x, pardon. So, und diese Aufgabe nochmal lösen. Ran. Okay, wir haben jetzt hier einige technische Fragen nochmal geklärt. Ich sage es jetzt auch für alle. Der nächste Test, der wird nicht ganz so einfach, wie ich es getan habe, sondern zum Beispiel von dem Typ 3x plus 2 ist gleich 4, beziehungsweise 25 ist gleich 2 minus 3x oder irgend sowas. Schwerer wird der Test nicht. Alles klar? Gut. Jetzt mache ich mit diesem Video erstmal Schluss. Ihr übt also ruhig durchaus auch die schwierigeren Dinge nochmal, damit ihr die leichten könnt. Aber macht euch darauf gefasst, schwieriger als das wird es beim nächsten Test nicht. Gut, an der Stelle erstmal Schluss des Videos.